Hallo zusammen, ich habe heute ein Video für euch, das mich selbst meistens am glücklichsten macht, aber ich wollte es euch nicht vorenthalten. Und zwar habe ich einen DM-Haul und es ist wieder ein bisschen mehr geworden. Also ich war teilweise in der Stadt, teilweise habe ich bestellt, teilweise gibt es die Sachen auch alle noch. Also die meisten Sachen gibt es auf jeden Fall davon noch. Habe ich gerade nur selbst wahrgenommen, dass ich meine Stimme ganz kurz und komisch angehoben habe oder habt ihr das auch? Es tut mir sehr leid. Ich schwanke die ganze Zeit zwischen Frieren und Hitzeballung, weil ich ein bisschen aufräume, weil meine Eltern nächsten Montag kommen, genau. Und ich das Wochenende über nicht hier bin. Muss mal ein bisschen das Haus putzen, gell? Gell. Ich sag im Moment wieder super oft, gell? Keine Ahnung wieso. Aber ist egal. Wir fangen an mit dem Haul. Und womit fangen wir an? Fangen wir an mit Bikinis, Leute. Ich habe mir zwei Bikinis gekauft, einfach weil ich irgendwie. Ich habe mir eigentlich schon so viele gekauft, aber ich bin nicht so richtig zufrieden mit denen, die ich habe. Ich weiß auch nicht wieso. Deswegen habe ich mir nochmal hier so einen geblümten Bandeau-Bikini gekauft. Das ist dieser, weiß ich nicht, den gab es immer mal wieder. Und jetzt gab es ihn wieder. Obenrum finde ich ihn ganz in Ordnung. Also man kann auch noch so ein Band machen, so dass es dann, Sekunde, so geht. So geht das Band dann. Aber ich fand, die Hose saß halt super gut. Das ist die. Ich wünschte, die gäbe es noch in schwarz, dann hätte ich sie mir nämlich in schwarz nochmal gekauft, weil irgendwie verdeckt die genug, aber auch nicht zu viel, weil ich habe das Gefühl, bei den meisten Bikinihosen ist im Moment so, dass die Hälfte irgendwie raushängt. Aber vielleicht kommt es auch nur mir so vor. Und die saß irgendwie echt ganz gut. Dann habe ich mir noch ein Bikini-Ober... Jetzt habe ich hier alles durcheinander, Leute. Wo ist es denn? Habe ich mir noch ein Bikini-Oberteil gekauft. Ein bisschen durcheinander aussieht. Also ich hatte eins an, das hatte so ganz, ganz viele Striemen hinten. Das saß aber nicht so schön, finde ich. Aber das hier saß schön. Das ist, die sind übrigens alle gefüttert. Ich finde das nicht so schön, wenn die nicht gefüttert sind. Genau, aber das ist so eins, das hier oben nochmal zwei Bänder hat. Aber das sitzt schön eng und macht keine komische Form und saß einfach ganz gut. Deswegen habe ich es gekauft und schwarze Hosen habe ich auch genug. Deswegen kaufe ich mir bei schwarzen Oberteilen nie irgendwie die Hose dazu. Das finde ich sinnlos. Okay, kommen wir kurz zu den Preisen. Das Oberteil hier kostet 15 Euro. Die Hose, ups, ich glaube, die hat 12 Euro irgendwas gekostet. Und das hier war runtergesetzt von 18 Euro auf 13 Euro. Genau, da habe ich natürlich eine Schnäppchenjägerin wieder zugelangt. Viele Sachen hiervon waren übrigens runtergesetzt. Und wir machen weiter mit einer kurzen Hose. Also ich habe ja nicht irgendwie viele kurze Hosen. Nur ungefähr 30 oder sowas. Aber die hier, die fand ich gut, weil die meisten von meinen sind hinten, also die sind echt kurz. Ich habe das Gefühl, entweder sind sie zu lang oder zu kurz. Und ich habe so ein Mittelding gebraucht. Und die hier ist so ein bisschen Highways, also die geht schon ein bisschen höher. Ist super stretchig, also super stretchig. Und ist aber ein bisschen länger. Also da muss man nicht Angst haben, dass hinten der halbe Hintern rausguckt, sondern die ist ein bisschen länger. Aber irgendwie sah die total lässig aus und hat und nicht so billig. Ja, und die hat nur noch 10 Euro gekostet, weil die auch runtergesetzt war. Und ich glaube, die gibt es auch noch. Ich habe nämlich vorhin mal kurz durchgeblättert. Was habe ich denn hier noch? Oh, Leute, da bin ich jahrelang eigentlich wirklich drumherum gelaufen, weil, ich weiß, ich fand es immer cool, aber irgendwie als, keine Ahnung. Ich habe es jetzt auf jeden Fall endlich bestellt. Ich hatte auch schon Kleider bestellt, aber die hatten immer so einen komischen Ausschnitt, der irgendwie alles gezeigt hat. Und jetzt habe ich mir das hier bestellt. Und zwar ist es ein Jumpsuit. Ein Jumpsuit. Die sah aus diesem weichen Jersey-Stoff. Ist doch Jersey-Stoff, oder? Ich glaube schon. Ich mag den, weil der an den Beinen relativ eng ist. Ich hatte nämlich auch noch zwei, drei andere. Die waren aber an den Beinen überhaupt nicht eng, sondern super weit. Und das sah irgendwie komisch aus. Und der ist aber vorne auch nicht so mega weit ausgeschnitten, dass man irgendwie noch drei Sachen drunter tragen muss, sonst sieht man die komplette Unterwäsche. Und ich mag den. Der hat übrigens auch nur noch 12 Euro gekostet, der war auch runtergesetzt. Genauso wie das Schnieketeil, Leute. Vielleicht hätte ich es zuknöpfen sollen. Ich mach mal den obersten Knopf zu. Also eigentlich sieht es aus, als würde ich damit auf eine Safari gehen. Ich fand den auch cool. Das ist auch so ein Jumpsuit. Der ist in so einem leinartigen Stoff. Die Farbe seht ihr, das ist beige. Der war runtergesetzt auf, ich glaube, von 40 auf 20. Und ich hatte den schon, als er noch 40 gekostet hat drin, weil ich den irgendwie sau cool fand. Fragt mich nicht, wieso. Der hat hinten so Taschen. Da muss man auch sich keine Gedanken machen, dass der Hintern rauskommt. Aber das Schöne hier dran ist, falls er mir irgendwie in beige irgendwann mal auf den Sack gehen sollte, oder zu langweilig sein sollte, den kann man sogar hier hinten aufhängen, Leute. Kann ich den auch einfach färben. Also ich glaube, der ist mega easy peasy zu färben. Dann mache ich ihn schwarz.
Aber ich fand den, der sieht saulässig aus. Also da sehe ich wirklich aus wie so eine High Society Tussi, die aber auf Safari geht. Wisst ihr, was ich meine? Das fand ich sehr schön. Und wo wir gerade bei Tussi sind, Leute, hier bin ich mir immer noch nicht so hundertprozentig sicher, aber ich glaube tatsächlich, ich behalte sie. Ich mache mir das ohne Schild. Die hier. Es sind Lackschuhe. Ja. Pro. Sie kosten nur 14,99 und zwar im Originalpreis, glaube ich. Oder waren die runter? Weiß ich nicht. Ich nehme übrigens bei H&M immer eine Größe kleiner, als ich habe bei so hohen Schuhen, weil die anderen, da rutsche ich irgendwie sonst die ganze Zeit drin rum. Ja, ich kann hier relativ gut drin gehen. Das Ding wünschte ich mir hinten noch ein bisschen so oben, weil das bringt irgendwie so gar nichts. Hat super den breiten Hacken, aber dadurch kann man halt vernünftig drauf laufen. Es ist halt ein Lackschuh, ne? Aber Leute, es ist mir egal. Ich glaube, ich habe mich gerade dazu entschieden, sie zu behalten. Mal gucken, wie oft ich sie anziehe. Also vielleicht im Urlaub oder so, ne? Abends zum Abendessen. Wieso bitcht man sich eigentlich fürs Abendessen im Urlaub auf? Habe ich auch nie verstanden. Also machen viele. Ich natürlich nicht. Aber ja, wieso macht man das eigentlich? Dafür, dass man kurz Abendessen geht und dann... Ich habe das übrigens nur so gemacht. Eigentlich sitzt der so, ne? Na komm, wir machen ihn richtig. Ich habe keinen Bock, dass hier die ganze Zeit meine Dinger da rausgucken. Ja. Frage, wieso macht man das? Da waren wir stehen geblieben. Weiß ich auch nicht. Aber ich dachte mir so für einen Urlaub oder so. Und für 15 Euro kannst du halt auch nicht so viel falsch machen. Und dadurch, dass man da... Wortkotze. Und dadurch, dass man da irgendwie ganz gut drauf laufen kann, dachte ich mir so, komm, machste. Dann habe ich mir noch was gekauft. Das war so ein spontaner Kauf. Der spontane Kauf ist dann auch noch in einer Tasche ausgeartet. Das wollte ich eigentlich. Eigentlich hatte ich was umgetauscht, glaube ich. Weiß ich gar nicht mehr. Ja, und dann habe ich das gesehen und dachte so, das könnte ganz lässig aussehen. Und ja, dann ist er in meiner Tasche gelandet. Das ist eine Cardigan-Jacke. Ich nenne sie eine Cardigan-Jacke. Also die ist so ein dickerer Jersey-Stoff oder so. Aber keine richtige Jacke, also kein Jackenstoff. Ist aber recht lang und sitzt schön gerade. Hat hier noch so Taschen, was halt auch recht lässig ist. Die sind so drei Viertel lang, die kann man noch hochkrempeln. Und ja, musste ich dann irgendwie haben. Hat 29,99 gekostet. 95, 99, ich weiß es nicht. Aber kann man auch super halt einfach als Jackenersatz tragen. Also da kann man auch ein langes Oberteil drunter tragen und das als Jacke und dann noch einen Schal oder so. Ist natürlich jetzt nicht irgendwie wintertauglich, aber ich fand den irgendwie voll cool. Ja. Wie ich mich kenne, habe ich keine Sekunde Zeit, um den ganzen Kram nochmal auf Video festzuhalten. Aber entweder seht ihr es bei Snapchat oder ihr seht es bei Instagram. Da versuche ich alles jetzt mal so die nächsten 2-3 Wochen anzuziehen. In der Hoffnung, dass wir vielleicht auch warmes Wetter dafür haben. Außer bei den Schuhen. Das könnte schwer werden, Leute. Die werde ich wahrscheinlich wieder niemals in meinem Leben anziehen. Aber bei dem Rest könnt ihr euch sicher sein. So, und dann das Ding fand ich irgendwie auch cool. Ich stehe auf diese... Ich habe davon ja auch eigentlich genug, aber das ist egal. Ich stehe auf diese Jacken. Das sind alles immer so Übergangsjacken, obwohl wir keinen Übergang haben. Bei uns ist ja, obwohl im Moment, für im Moment ist es in Ordnung, aber eigentlich haben wir ja eher so 0 Grad oder 30 Grad. Und das ist eigentlich eher so diese 15 Grad Jacke. Aber wie gesagt, das haben wir ja gerade. Und eigentlich soll die schwarz sein. Ich habe aber eher das Gefühl, dass sie dunkelblau ist. Weil neben meinen schwarzen Sachen, sie hat auf jeden Fall einen leichten Blaustich. Sie ist auch so hoch gebunden, das kann man aber aufmachen und hat dann hier so in diesem Rosé... Gold, nennen wir es Roségold. So zwei kleine Knöpfchen. Aber die ist so lässig. Und was ich auch schön finde, hier ist nicht nur so eine Attrappe von einer Tasche, sondern hier ist tatsächlich eine Tasche. Und die sitzt halt so super, also man kann die so super lässig drum werfen. Man kann sie allerdings nicht zumachen. Das ist wie bei dieser Terrakottafarbenen, die ich irgendwann, hatte ich im letzten Herbst öfter mal an. Ich habe die auch jetzt öfter nochmal an, aber die ist manchmal so unpraktisch, wenn man die nicht zumachen kann und weil sie halt echt nicht warm ist. Aber das Ding hat nur, war das runtergesetzt? Weiß ich nicht. Es heißt Jacke aus Lycelle. Ich weiß auch immer noch nicht, was Lycelle sein soll. Aber das Ding hat nur 15 Euro gekostet. Und das war so schön, das muss ich behalten. Und dann habe ich noch etwas, was ich behalten musste. Was aber in Ordnung ist, weil in der Form habe ich es nicht mehr. Beziehungsweise alles, was ich in der Form hatte, ist mittlerweile kaputt und im Müll gelandet. Und zwar habe ich mir eine Tasche gekauft. Das ist im Moment meine neue Go-To-Tasche. So. Kommen wir zum Pluspunkt. Ich finde sie ganz lässig, ich finde sie ganz schön. Ich finde diese Dinger hier irgendwie auch ganz witzig. Die kann man theoretisch auch noch zusammenknoten, muss man aber nicht. Es gibt ein langes Band dazu, finde ich pottenhässlich. Sieht total komisch aus, finde ich, wenn das so lang ist und dann die Dinger hier so rumwabbeln.
Genau. Negativer Punkt, sie hat keinen Reißverschluss. Deswegen habe ich mir wieder angewöhnt, also man kann das Ding hier ein bisschen zumachen, aber sagen wir mal ehrlich, das bringt ungefähr gar nichts. Und in Köln muss man halt aufpassen, aber ich mache mir halt immer diesen Beutel überall rein und ja, den kann ich halt zumachen. Mein Portemonnaie, ne? Und hier ist so ein ganz, kann man das sehen? Hier ist so ein Ding, da kann man theoretisch auch was reinmachen. Genau. Und das ist die Tasche, die ich kaufe. Die kostet 30 Euro. Was ich ganz schön finde, ist, dass die hier innen drin so braun ist. Könnt ihr das sehen? Das sieht irgendwie schön aus in so einer Wildlederoptik. Genau. Die kann man übrigens auch, das ist mir nämlich immer wichtig, also die kann man so tragen, das geht aber echt manchmal auf dem Arm. Und man kann sie aber theoretisch auch ganz einfach so um die Schulter hängen. Was ich ganz wichtig finde, das sieht zwar immer nicht so cool aus wie das andere, aber Leute, irgendwann muss man auch mal an sich selbst denken. Das sind übrigens immer Kaugummis, die bei mir rumdingsen. Und dann habe ich noch was richtig Schönes. Ich überlege gerade, wie ich euch das am besten zeige, weil das so schön auf meinem Bett liegt. Also ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich habe mir ein Plaid. Ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, aber das wird da immer Plaid genannt. Ein Plaid gekauft, eine Decke. Nennen wir es Decke. Ich habe mir eine Decke gekauft, die ich sehr schön finde. Die war auch runtergesetzt auf 1999 und habe die ganze Zeit schon nach einer gesucht, weil ich nicht immer meine Bettdecke nehmen will, wenn ich mich zudecke oder mal so hinschille, sondern einfach mal so eine schöne Decke. Ich hoffe, ihr findet die genauso lässig wie ich. Die hat auch so einen schönen, festen Wollstoff irgendwie. Ich weiß nicht, also die fühlt sich gut an. Das ist eine gute Decke. Ich hatte auch bei Amazon und so nach welchen gesucht, aber da habe ich sowas nicht gefunden. Und ich mag den Verlauf und es passt gut in mein Zimmer und ja, ich bin happy. So, das war mein kleiner, aber feiner H&M-Haul. Wird es wahrscheinlich, ach, eigentlich müsste ich das Ding auch einmal im Monat machen, weil es ungefähr einmal im Monat so einen Einkauf gibt. Das ist, ich habe jetzt auch noch bei Zalando bestellt, weil ich neue Turnschuhe brauche. Also Turnschuhe hört sich immer an, ne? aber bequeme Schuhe. Und was habe ich noch bestellt? Habe ich vergessen. Ein Mülleimer. Ein Mülleimer habe ich bestellt. Genau. Aber der kommt erst morgen an. Und morgen bin ich nicht da. Und meine Mitbewohnerin auch nicht. Naja, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag oder Abend. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.